Wie dem auch sei, heute sind wir wegen der Familie Bodetta hier. Richtig. Wir sind äußerst entzückt, die Familie Bodetta durch die Feierlichkeiten zu begleiten. Andererseits braucht uns das auch nicht zu wundern. Schließlich sind wir das beste Lokal im Umkreis von 50 Kilometern. Er räuspert sich. Der Mittagstisch ist im vollen Gange. Das heißt, personalmäßig kann ich Sie heute nicht unterstützen. Wie ich sehe, haben Sie heute selbst genügend Personal dabei. Der große Saal ist vorbereitet. Es fehlt nur noch Ihr Arrangement. Danke, Herr Kranz. Das ist alles, was ich wissen wollte. Dann kann ich mit meiner Arbeit beginnen. Lassen Sie sich von mir nicht länger aufhalten. Sicher werden Sie im Haupthaus bereits vermisst. Herr Kranz nickt freundlich und verabschiedet sich von Lilith, ohne die anderen zu beachten. Kaum ist er weg, fängt Emma an zu keifen. So ein Arsch! Der hat für sich den perfekten Job gefunden, im perfekten Umfeld. Würde er wissen, dass der Bugatti dir gehört, hätte er sich vor dir niedergekniet. Aber da du hier bei uns vor dem Transporter stehst, bist du in seinen Augen genauso wie wir nichts wert. Entschuldigung, Pater, ich weiß, sowas hört ihr Kirchenmenschen nicht gerne. Liebe Emma, jeder Mensch braucht sein persönliches Glücksgefühl, auf seine ganz besondere Art und Weise. Lilith und Christian sind einfach leise. Lilith öffnet den Transporter und beginnt mit dem Abladen. Der Rest macht es ihr nach. Sie bringen der Reihe nach alles in den großen Saal. Die Tische und Stühle sowie die Hussen sind bereits positioniert. Lilith holt aus ihrer Tasche erneut einen Plan heraus. Emma, du kennst dich aus. Euch erkläre ich mein System kurz. Die Blumen sind durchnummeriert und auf dem Plan findet ihr überall Nummern. Letztlich müsst ihr immer nur zwei gleiche Zahlen zusammenbringen. Wenn alles steht, richten wir die Blumen aus. Wir werden noch zweimal fahren müssen. Emma, dann bleibst du hier und ich nehme einen der Herren mit. Dann hast du eine Unterstützung und ich eine zum Einladen. Erwartungsvoll blinzelte Emma Christian an. Ich komme gerne mit dir, Lilith. Ich war schon lange nicht mehr in einem Transporter unterwegs. Lilith und Emma sind erstaunt. Alles klar, dann legen wir gleich mal los, Emma, wirft Pater Daniel ein und holt sich schon die erste Vase. Emma zieht ihr Oversize-T-Shirt wieder an und folgt ihrer Aufgabe. Lilith schaut kurz zu Christian, der ihr mit der Hand deutet, dass sie den Vortritt zur Tür hat. Was soll das denn? Ich war mir sicher, er ist an Emma interessiert. Das hat er vorhin doch sogar ganz deutlich gesagt. Und jetzt will er mit mir mit? Das verstehe ich nicht. Wer bist du, Christian? Und was willst du? Auf dem Weg zum Transporter sucht sie in der Tasche nach dem Schlüssel. Sie findet diesen und holt ihn heraus. Ihre Hand zittert, da lässt sie den Schlüssel fallen. Sofort geht sie in die Hocke, um ihn aufzuheben. Allerdings ist Christian schneller. So ergreift sie nicht den Schlüssel, sondern seine Hand. Augenblicklich erfasst sie wieder diese bereits bekannte Woge. Auch Christian scheint sie zu spüren. Er blickt ihr in die Augen und lächelt. Erschrocken lässt sie los. Lilith, was ist los? Bist du nervös? Fragt er ungeniert. Was? Nervös? Warum sollte ich nervös sein? Sie beginnt zu stottern. Es ist in Ordnung, wenn du nervös bist. Ich bin es auch. Völlig verstört starrt sie ihn an. Sie kann nicht fassen, wie offen er das anspricht. Christian erhebt sich und drückt auf das Knöpfchen der Fernbedienung und der Transporter ist entriegelt. Lilith, darf ich fahren? Mich reizt es wirklich mal wieder mit einem Transporter zu fahren. Und keine Sorge, ich bin gut versichert, sollte ich einen Schaden in dein Fahrzeug machen. Würdest du im Nachhinein sogar davon profitieren? Lilith senkt den Blick und nickt nur. Ohne ein weiteres Wort steigt sie auf der Beifahrerseite ein. Beruhige dich, Lilith, beruhige dich. Er flirtet nur. Flirten ist nicht schlimm. Er weiß nun, dass du verheiratet bist. Christian steigt ebenfalls ein. Er startet den Motor und fährt los. Den Weg zurück kennst du, oder? Fragt sie, damit es nicht ganz so still im Auto ist. Ja, ich habe einen ziemlich guten Orientierungssinn. Die nächsten 5 Minuten schweigen beide. Es liegt eine seltsame Spannung in der Luft. Mit jeder weiteren Minute, die vergeht, wird es unerträglicher. Lilith würde gerne etwas sagen, aber sie weiß nicht was. Alles kommt ihr doof vor. Dann sagt sie doch was. Christian, du hättest bei Emma bleiben sollen. Das wäre für dich unterhaltsamer gewesen. Christian überlegt kurz, bevor er antwortet. Unterhaltung ist nicht das, was ich in meinem Leben suche.
Christian nennt mich übrigens selten jemand. Sag doch einfach Chris zu mir. Wieder siegt Stille zwischen ihnen und trotzdem knistert es hörbar. Mach dich locker, Lilith. Mach dich locker. Das klingt geheimnisvoll, Chris. Vielleicht haben wir mal Gelegenheit, dass du es mir erzählst. Geheimnisvoll? Ja, mein ganzes Dasein ist geheimnisvoll. Also, falls du mich neugierig machen wolltest, dann kann ich dir gratulieren. Du bist mir schon die ganze Zeit ein Rätsel und nach dieser Aussage frage ich mich erst recht. Wer bist du, Christian, und warum hängst du die ganze Zeit mit einem Pater herum? Was bewegt jemanden, der sich ein so teures Sportauto leisten kann, jemanden wie mir einen ganzen Nachmittag lang zu helfen? Christian lächelt verschmitzt. Oh, die ruhige, verschlossene Eisblume denkt ja doch über mich nach. Was? Wieso Eisblume? Lilith ist völlig verwirrt. Christian lacht. Nun ja, liebe Lilith, von der ersten Sekunde an faszinierst du mich. Das liegt jedoch nicht nur daran, dass du eine wunderschöne Frau bist. Nein, es steckt noch viel mehr dahinter. Was es ist, das weiß ich nicht. Das möchte ich gerne herausfinden. Lilith spürt nur noch Hitze. Freundschaft, platzt es aus ihr heraus. Wie bitte? Nun ist Christian irgendwie überrascht. Lilith räuspert sich kurz. Ich meine, Freundschaft ist das, was ich dir anbieten kann. Das Herz klopft ihr bis zum Hals. So, jetzt ist es raus. Sie schließt die Augen und Christian überlegt einige Sekunden. Gut, ist das Einzige, was er erwidert. Gut? Was meinst du mit gut? Mit gut meine ich, ich freue mich über eine Freundschaft mit dir. Lilith atmet hörbar aus. Lilith, dann musst du mit mir aber ab sofort auch umgehen wie mit einem Freund. Was meinst du damit? Verschmitzt grinst Christian. Naja, damit meine ich, dass du nicht hektisch wegschaust, wenn sich unsere Blicke zufällig treffen. Und dass du dich mit mir einfach ganz locker unterhältst und dass du nicht gleich in Ohnmacht fällst, falls wir uns zufällig berühren. Lilith hält die Luft an. Eigentlich will sie empört reagieren, aber dann denkt sie über das nach, was er eben gesagt hat, und ihr Verhalten kommt ihr wahnsinnig lächerlich und kindisch vor. Sie prustet los vor Lachen. Christian schaut sie von der Seite an und fängt ebenfalls an zu lachen. Er biegt auf den Parkplatz vor dem Blumengeschäft und sie können erst nicht aussteigen, weil sie sich vor lauter Lachen nicht beruhigen können. Währenddessen schauen sie sich immer wieder an und das animiert sie nur zu noch mehr Gelächter. Irgendwann schafft es Lilith auszusteigen und Christian folgt ihr. Langsam beruhigen sie sich, aber sie kommen noch immer mit freudiger und lauter Stimmung in den Laden. Ihre Mutter steht hinter ihr und blickt sie verwundert an. »Hallo, ihr zwei, was ist denn so lustig?« hakt sie nach. »Deine Tochter, liebe Elisabeth, ist so lustig.« Lilith nickt. »Er hat leider recht, Mom, ich bin wirklich lustig und kann es selber kaum glauben.« Elisabeth schmunzelt und freut sich, dass Lilith zu ihrer Lockerheit zurückgekehrt ist. »Na dann macht ja das Arbeiten gleich doppelt so viel Spaß. Ich habe euch die zwei Rollwagen bereits bestückt.« Mit ihren Augen zeigt sie, wo sie stehen. Sofort schnappt sich jeder von den Zweien einen Wagen und fährt diesen zum Transporter. Während dem Beladen unterhalten sie sich ganz ungezwungen über alles Mögliche. Lilith schließt die Tür am Renault Master. »Insgeheim hatte ich gehofft, dass wir vielleicht alles reinbekommen, aber wir werden wohl erneut kommen müssen.« »Ja, da kommen wir nicht drum herum. Möchtest du nochmals fahren?« »Gerne fahre ich auch zurück, Lilith.« »Gut, dann schlage ich vor, du fährst schon mal vor und wartest auf mich vorne an der Straße. Ich bringe kurz die Rollwägen zurück und gebe meiner Mutter Bescheid.« Christian salutiert und haut die Hacken zusammen. Lilith schüttelt den Kopf und schiebt den Wagen in den Laden zurück. »Mom, wir verschwinden wieder. Kommst du hier sicher klar?« »Natürlich komme ich zurecht. Gehe ruhig und Lilith, es freut mich, dass du nun entspannt bist.« Lilith nickt. »Meine Güte, wie habe ich mich denn nur verhalten, wenn das jeder zum Thema macht?« Wie bestellt steht Christian mit dem Fahrzeug an der Straße und Lilith hüpft auf den Beifahrersitz. Beide schweigen einen Moment lang. »Also, Mr. Geheimnisvoll, warum fährt ein Bugatti-Besitzer gerne einen Transporter?« Christian antwortet mit einer Gegenfrage. »Lilith, glaubst du eigentlich an Zufälle?«
Ich weiß nicht, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Glaubst du denn an Zufälle? Ich denke, alles geschieht aus einem ganz bestimmten Grund. Zumindest hat mir das meine Oma Sava so beigebracht. Sie sagte immer, Puradai, ihr müsst wissen, ihr seid alle dazu bestimmt, eine Aufgabe zu erfüllen. Und deshalb kommt alles so, wie es kommen muss. Pura was? Hakt Lilith nach. Puradai, das ist ein Wort für Kinder bei den Zigeunern in Rumänien. Du hast also eine rumänische Zigeunergroßmutter? Christian lächelt verschwörerisch. Nicht nur das, ich habe auch eine Zigeunermutter, einen Zigeunervater und 5 Zigeunerschwestern. Okay, dann frage ich mich erst recht, wie kommt ein Zigeuner zu einem Bugatti? Nun ja, ich bin nur ein halber Zigeuner. Hä? Jetzt verstehe ich nichts mehr. Ich sagte dir doch, dass alles in meinem Leben geheimnisvoll ist und dass Unterhaltung nicht das ist, wonach ich suche. Lilith verstummte. Eine Weile schaut sie zum Fenster hinaus, dann spürt sie die unangenehme Kälte der Klimaanlage. Hast du was dagegen, wenn wir die Klimaanlage für die restliche Fahrt ausmachen? Hier in der Stadt fahren wir sowieso nicht so schnell. Da könnten wir auch einfach die Seitenscheiben öffnen, wenn es für dich in Ordnung ist. Natürlich, Lilith. Mach es so, wie es für dich angenehm ist. Mir macht weder Hitze noch Kälte etwas aus. Lilith findet selbst diese Aussage rätselhaft. Aber sie entscheidet sich dafür, es einfach stehen zu lassen. Nachdem sie die Klimaanlage ausgemacht hat, öffnet sie ihr Seitenfenster, lehnt sich nach hinten, schließt die Augen und genießt den Fahrtwind. Zwischendurch hält Christian an, weil er an einer Ampel warten muss. Lilith lässt die Augen geschlossen. Sie lauscht dem Motorgeräusch und hört dem Blinker zu. Ein wohliges Gefühl herrscht in ihr. Dieser Fremde kommt ihr gar nicht mehr fremd vor. Nein. Es ist so, als würde sie ihn schon ewig kennen. Jemanden, den sie zwar kennt, aber dennoch entdecken muss. So viele Geheimnisse, so viel Rätselhaftes, so viel Neues. Christian biegt auf den Parkplatz vor dem Restaurant. Liliths Augen sind immer noch geschlossen. Selbst als Christian den Motor ausmacht, will sie die Augen nicht öffnen. Ihr ist wohlig warm. Der Sitz ist bequem. Sie hört Christian neben sich atmen und zum ersten Mal nimmt sie seinen Duft wahr. Es ist eine Mischung aus Parfüm und Christian. Lilith, ich bin extra langsam gefahren und ich wäre am liebsten mit dir noch weitere 1000 Kilometer gefahren, aber wir sind da. Nur langsam öffnet sie die Augen. Zögerlich dreht sie den Kopf in seine Richtung. Da ist es wieder, dieses Gefühl, seine Augen, als ob sie sie durchdringen, als ob sie alles in ihr sehen. Dann nickt sie, kaum merklich, und schnallt sich ab. Sie begibt sich sofort nach hinten und nimmt die ersten Sachen aus dem Transporter und trägt es in den Festsaal. Bei Pater Daniel und Emma herrscht eine angenehme Atmosphäre. Der erste Rundblick zeigt ihr, dass die zwei richtig fleißig waren und schon sehr viel erledigt haben. »Wie ich sehe, seid ihr schon recht weit gekommen. Das freut mich.« Da meldet sich Christian hinter ihr. »Falls ihr gedacht habt, ihr hättet es fast geschafft, so darf ich euch enttäuschen. Die gesamte Ladefläche ist voll mit weiteren Blumen.« »Komm, Pater Daniel, wir dürfen unsere Räumlichkeit kurz verlassen und nochmals ausladen«, merkt Emma an und hüpft hinaus. Als alles aus dem Transporter im Festsaal ist, schaut Lilith auf die Uhr. Es ist kurz nach 16 Uhr. »Wir sind gut in der Zeit. Am besten, wir packen jetzt nochmals an. Dann fahre ich in einer Stunde los und hole den Rest.« Während Lilith über den Zeitplan nachdenkt, kommt Herr Kranz herein. »Frau Lupta, wie schön, dass ich Sie gleich antreffe. Die Braut von morgen hat mich eben angerufen. Sie hat sich erkundigt, ob hier alles nach Plan verläuft. Natürlich habe ich ihr mitgeteilt, dass Sie, wie immer, höchst zuverlässig sind. Sie lässt ausrichten, dass sie vorhin in der Kirche war und äußerst zufrieden ist mit ihrer Arbeit. Und daher ist sie sich sicher, dass auch alles hier in bester Ordnung sein wird. Sie erklärte mir ausführlich, dass sie schon viele Festivitäten beigewohnt hat und daher schon viele Blumenarrangements gesehen hat, aber von ihrer Arbeit ist sie mehr als angetan. Sie hat sich bei mir bedankt dafür, dass ich sie weiterempfohlen habe und würde sich freuen, wenn sie heute hier in unserem Hause zu Abend essen würden, natürlich mit ihrem Personal. Das soll wohl ein kleiner Dank im Voraus sein. In der ganzen Zeit, in der Herr Kranz seinen Monolog hält, kamen 2 Kellner, die Getränke auf einem der Stehtische servieren. »Oh, Herr Kranz, jetzt bin ich tatsächlich überrascht.
Bisher hat mich noch kein Kunde zum Essen eingeladen. Bisweilen muss ich gestehen, dass ich auch nicht wusste, dass Sie mich an Familie Budetta weiterempfohlen haben. Vielen Dank dafür. Keine Ursache, meine Liebe, keine Ursache. Wäre ich von Ihnen und Ihrer Arbeit nicht überzeugt, hätte ich das niemals getan. Familie Budetta ist wirklich sehr großzügig. Sie sollten die Gelegenheit nutzen und sich und Ihr Personal von uns ebenfalls mal verwöhnen lassen. In der Tat, die Einladung kommt überraschend. Habt ihr denn Zeit und Lust, dass wir hier heute Abend gemeinsam zu Abend essen? Die drei tauschen Blicke aus und nicken. Lilith nickt mit. In Ordnung, Herr Kranz. Ich denke, dass wir so gegen 19 Uhr mit allem fertig sind. Herr Kranz klatscht kurz in die Hände und hebt dabei die Schultern. Sehr schön, meine Liebe. Natürlich ist Ihr Gatte ebenfalls eingeladen. Und falls Sie noch jemanden haben, der im Hintergrund mitgewirkt hat, so ist das sicherlich kein Problem, wenn Sie diese Person mitbringen. In diesem Sinne verlasse ich Sie wieder und störe nicht weiter bei Ihrer Arbeit. Kaum hat Herr Kranz den Raum verlassen, hebt Emma die Arme. Okay, vielleicht ist der Typ doch nicht so übel, wie ich immer dachte. Ich denke, da könntest du recht haben, Emma, erwidert Lilith lächelnd und schüttelt den Kopf. Ohne Verzögerung widmet sich jeder weiter daran, dem großen Raum ein besonderes Flair zu verleihen. Die Stunde, die sich Lilith vorgenommen hat, vergeht wie im Flug. Oh, die Zeit rast und es gibt noch Ware, die hergebracht werden muss. Kaum beendet Lilith ihren Satz, gesellt sich Christian zu ihr. Wenn ich wieder fahren darf, begleite ich dich gerne. Sie lacht und zuckt mit den Schultern. Dann sagt sie zu Emma. Der Typ ist doch irre. Der hat einen Bugatti unten stehen und will die ganze Zeit mit dem Transporter fahren. Emma erwidert etwas knapp. Das ist immer so, Lilith. Alle wollen das haben, was sie nicht haben können. Aber irgendwann entdeckt jeder, was seine wahre Bestimmung ist. Dann wirft sie einen kalten Blick zu Christian und dreht sich um. Hä? Ist Emma etwa sauer? So kenne ich sie gar nicht.